Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Minecraft 1.18 in der Java Edition. Wir machen ein bisschen Rollenspiel. Wir sind ein Menschen, der in eine Minecraft-Welt hineingezogen wurde durch ein Portal im Himmel oder so. Und wir wollen jetzt im Winter mal einen Berg aufsuchen, einen der neuen Biome. Einfach wo es richtige Tiefschnee und so hat und dort mal surviven. Aber ich sehe gerade, erste Map, da oben ist, okay. Erste Map ist jetzt gerade nicht so gebirgig, aber wir werden sicher etwas finden. Jo, ich habe natürlich das Gedächtnis noch und alles, aber ich muss mich jetzt zurechtfinden. Ich darf nicht allzu viel Schaden bekommen. Ich sollte nicht, jo, sterben. Aber ich habe jetzt das mal so angestellt, dass ich Keep Inventory anhabe, weil ich jetzt nicht gerade immer so 100% mega gut spielen kann. Bin halt jetzt nicht gerade so der extreme Profi, auch beim Kämpfen gegen Witter und so. Und ich möchte natürlich die Sachen auch zeigen. Also habe ich das einfach mal ausgemacht. Mob Griefing und Feuerausbreitung habe ich auch ausgemacht, damit wir einfach uns auch fürs Rollenspiel aufs Rollenspiel konzentrieren können. Und jo, jo, werde natürlich sehr viel machen. Ich werde wahrscheinlich auch konkurrierende Völker, Dörfer zuerst mal machen und dann vielleicht auch noch Burgen und so weiter. Was also so ein bisschen passt. Ich habe auf jeden Fall die Idee, ein Wikingervolk zu machen und ein Japan, also ja, sagen wir Shaolin oder so, also chinesisch etwas zu machen. Was alles noch so soll kommen, das entscheiden natürlich ihr. Also ihr entscheidet es und jo, bin mal gespannt. Also ich werde sehr viel umsetzen und damit ihr natürlich viel mehr Spaß habt. Wenn ich jetzt nur Rollenspiel mache, wo ich euch nicht irgendwie wünschen lassen kann oder so, dann ist, und ich freue mich. Es sieht fantastisch aus. Wir haben die World Generation und auch, ja, Sichtweite, natürlich dort hinten Nebel, aber so gut optimiert ist leider 1.18 wahrscheinlich nicht mehr so. Ich kann leider keine 32-Chunk-Auflösung machen, ich habe es auf 24, glaube ich. Also so extremst geht es leider nicht. Höhle gehen wir gleich, aber wir gehen mal ins Dorf. Jo. Ich werde vieles, aber dann auch mal rausschneiden, also vieles. Einfach ein bisschen Grinding, ständig in der Mine zu sein, werde ich nicht. Und das zwar, ja, jetzt gerade noch nicht so aktiv, weil ich noch nicht so mit DaVinci Resolve mich auskenne, aber wer mich gerne ein bisschen da unterstützen könnte, kann sich ja mal melden, weil so gut geschnitten kriege ich es noch. Ja, wir haben hier ein paar Sachen. Bett ist natürlich sehr wichtig. So. Und ja, ein bisschen Weizen, Blöcke. Heuballen, genau. Sehen für mich nicht wie Heuballen aus, weil sie so viereckig zusammen sind. Heuballen so. Okay, Kartoffeln, Äpfel, Eichen. Und noch eine Kiste nehmen wir auch noch mit. So. Also, wir wollen uns natürlich schon winterlich wohnen. Das ist eine Art Challenge natürlich auch. Er könnte manchmal auch ein nerven. Schon. Yeah, fuck. Okay. Ich freue mich. Ja. Auf gut Deutsch. Okay, den nehmen wir natürlich auch noch mit. Also das Dorf. Leider habe ich die neueste Fabric-Version und die neuesten Mods, aber es steht, es geht nicht für 1.13 oder so. Das ist irgendwie ein Bug. Also, es ist vor 2 Tagen veröffentlicht worden und ich habe es bis jetzt nicht hingekriegt, deshalb habe ich auch ein bisschen später gestartet. Let's Play. Aber ja, so Xeros Minimap und so ist natürlich. Kann ich auch manchmal ausmachen. Na klar. Also wir gehen jetzt einfach in die Höhle dort. Und,
paar Sachen finden. Jo, also ich muss mich echt recht natürlich realistisch verhalten. Wir müssen warm anziehen, wahrscheinlich. Ja, ich denke, das jetzt würde nerven. Aber ich meine einfach, ja, schön, warm, also eine Wohnung und so. Leider. Bisschen weg. Ach, genau. Jetzt. Und. Sagst du, Frau, die Table ist sehr wichtig. Ja, genau, da unten. Anbekommen. War die Kissen. Irgendwo war die Höhle. So. War die. War nicht so. Vielleicht hier vorne, okay. Dann, was hier ist. Habe ich mich gerade gar nicht. Okay, hier ist. Das. So. Ein Creeper schon. Ja, okay. Ein Creeper brauche ich nicht. Ja, dafür. Ja, genau, hier ist die Höhle. Auch, okay. Ja, gut. Oh, ein Spawner. Ist dich. Okay. Ich verstehe. Ja, gut. Der Items. Ja, okay. Okay. Raus. Den Spawner merken. Das ist ja ein super Start. Ja, meine erste Map, die ich generiert habe. Und, jo. Natürlich jetzt gerade so praktisch Sachen finden, weil wir noch zu schwach sind. Dein Dorf hat uns schon weitergebracht, aber Spawner so früh zu finden, hat uns nicht sehr schnell weitergebracht, weil ja eben wir. Könnt ihr mir eine Bestrafung ausdenken? Lassen wir das. Ja. Wir müssen natürlich schon ein bisschen safe gehen. So, dass es aber auch Spaß macht. Gerade so mit dem Ding. Also, ich werde wahrscheinlich direkt ein Schild machen müssen. Dann im Schild auch aktiv blocken. Aber ich habe jetzt noch auf leicht. Es wird sonst zu schwer. Ich habe es gemerkt, ja, vor allem Skelette können mega viel Schaden machen. Und das ist gerade praktisch. Ja, Problem. So, aber ein Bett haben wir schon. Das sollte uns. Sorry. Was war? Sollte uns jetzt auch nicht. Nach Heiligen. So, was ich will, ist natürlich auch Dorf oder so machen. Sogar so eine Altstadt oder so. Ja. Auf jeden Fall etwas wirklich Schönes bauen. Und wenn ich noch ein bisschen Hilfe bekomme, kann ich sich Sachen bauen. Weiß ich gar nicht. Warten wollte. So, schlaf gleich mal im Kopf. Wir könnten da noch Zuckerrohr holen. Also wir müssen auf Reisen gehen. Wir gehen mal. Also machen wir uns noch ein Boot. Unten. Ich werde dann ja den Part sicher am
Ort oder so, also jetzt vielleicht im ersten Part noch nicht, einfach mal aufschreiben, damit wir uns wieder zurechtfinden, wo unser Haus war. Ja, irgendwas Schönes, sehr gut. Fortschritt Steinzeit. Okay, sehr gut. Also, können gleich losgehen. Ja, nehmen wir schon noch mit. Also. Ein bisschen. Sehr gut. Das. Schön vorbereitet. Viel, ja, nicht aufwendig, also jetzt nicht um das fast, fast, fast und schön gemütlich, locker auch mal ein bisschen. Erledigen. Und natürlich immer wieder, ja, abwechselnd. Mal bauen, mal erkunden, mal meinen, mal in den Neffe gehen. Sehr schön, Motiv. Jo. Hier sind wir bei so 30 Minuten. 50. Okay. Kann ich mir ziemlich gut. Also da haben wir einen Dschungel. Sehr gut. Aber was ich möchte, ist eigentlich so die Berge, die hier und allem mögen. Ja, wir gehen jetzt einfach mal in die Richtung. Auf der anderen Seite hat es wärmere Biome. Ich hoffe, wir finden etwas. Jetzt können wir auch so einen Tafelberg nehmen, der ist ziemlich schön. Ist wahrscheinlich auch ein neues Biom. Im Dschungel gehen wir dann bald, weil wir holen ja uns ein paar Dschungelbäume. Und in die Akazienbäume in die Savanne abbauen gehen. Auch noch. Also ich finde diesen Berg wohl. Ich würde den Berg vielleicht sogar nehmen. Einfach Schnee von irgendwo anders und dann ein bisschen. Da wird wahrscheinlich, wird wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger sein, alles mit Schnee zu platzieren. Aber finde ich cool, wie hier die Lava auch runterkommt. Ringsum mit Lava und Wasserfällen kombinieren. Gerade hier abwechselnd. Echt? Okay, ja, mit da ist noch ein. Also wir gehen mal noch zum Dorf. Die Parts werden recht lange sein, weil ich natürlich auch gerne möchte. Ich weiß zwar, dass ich nicht mehr so geht, wenn so schaut, aber ja, für die natürlich, die Fan werden und sind. Ich habe halt lange Pause gemacht und ich habe immer wieder auf Twitch geleistet. So. Falls es mal wirklich nur ums Bauen geht oder unten, mache ich auch ein Livestream. Ja. Ich werde das auch ins Let's Play in die Parts reintun. Es wird ja sowieso nicht so viel passieren. Also müssen oder ja, Fragen beantworten müssen. Das ist sozusagen ja auch ein Let's Play im Livestream, live. Jo, und falls es dann besser wird und so Sachen können wir immer noch ein bisschen so machen, dass ich gar nicht oder Fragen jetzt nicht direkt eben beantworten. Pause machen. Hier ist ein Orange. Gebe Bette jetzt nicht. Das muss ich unbedingt. Sehr gut. Beine zu. Ja, also wir haben hier halt wirklich andere. Aber eben, wir können wirklich weit reisen. Ah, Akaziensetzling schon. Jo, was möchten wir? Gras können wir noch hier lassen. Ich werde es sicher später haben. Wir wollen vieles mit Pferden machen und vielleicht auch so mit Ziegen.
gibt's alles. Lamas natürlich. Sachen machen. Welche? Oh. Ah, hier. Axt weg. Ja, gleich eine Steinaxt bauen. So, und. Ja, das ist gewesen. Denken die. Wären die. Hier hat es halt überall Savanne. Schnell finden wir leider nicht. Also ich habe Lust, viel mit Wolle und mit Glas zu arbeiten. Buntes Glas für ein bisschen Magie. Genau, ich mache irgendwie so eine Art Shaolin-Magier, der halt, ja, es ist nicht so, vielleicht eher Tibet oder so, aber auf jeden Fall so ein bisschen Kampfkunst oder so, ein bisschen ja, uns um etwas kümmern, oder? Rollenspiel zwischen Mensch. So. Ja, genau. Ich bin so eine Art Moderator. Habe Let's Plays gemacht und Livestream. Bin jetzt in dieser Welt sozusagen gefangen oder so. Weiß, dass ihr mir zuhören könnt, dass ihr mich sehen kann. Deshalb rede ich jetzt auch so darüber. Aber es ist eine Art Rollenspiel. Ich möchte ja auch gut wohnen. Möchte mich gut ernähren, abwechslungsreich ernähren und so weiter. Ich möchte halt auch um irgendwelche Menschen kümmern, damit ich nicht mehr einsame. Deshalb machen wir hier ein Dorf. Kann dieses Dorf zum Beispiel sein, können wir auch ein bisschen umwandeln in eine Art dunkleres Dorf, also ein bisschen sogar schwarz ein, also Ebenholz nennt man das auf Deutsch. Und nicht irgendwie Schwarzeichen gibt es eben. Ja. Also wir haben einfach keinen Platz. So. Also wir haben drei Dörfer schon gefunden. Ziemlich gut. Einen Spawn haben wir auch schon gefunden. Was eigentlich kann unser ja, Rollenspiel Let's Play eigentlich schon gehen. Setzlinge, ja. Jetzt. So. Ja, also der Sweetie Skill kann mich vielleicht auf dem Isaldi Server unterstützen. Der kommt natürlich auch immer wieder. Wenn ihr Lust habt, kann ich vom Isaldi Server einfach live streamen immer wieder. Und werde ab und zu auch auf Twitch live streamen. Also könnt es ja so machen, einen Tag auf Twitch, ein Tag auf YouTube oder 2 Tage auf YouTube, 2 Tage auf Twitch oder so weiter. Oder zum Beispiel am Wochenende auf Twitch, Woche auf YouTube, irgendwie so etwas, damit natürlich beide Lager auch gewählt werden. Ich kann ja immer leicht switchen. Ich muss einfach immer meine Handynummer, also mein Boot abholen beim Handy, da ich eine Notification drin habe bei Twitch. Aber ja, so die Fässer sind natürlich auch ziemlich gut. Ist natürlich nur ein einer Fass. Aber zum Abwechseln, da werden wir nicht ein Mega-Lager oder so haben. Sehr gut geeignet. So, da haben wir auch noch Fisch. Rohrkabeljau. Harzpulver. Lege ich doch mal die Äpfel oder so. Ja, die Sticks rein. Und schauen wir mal in die Seite. Hier ist ein Fichten. Fichten. Birkenwald. Da gehen wir mal durch. Dann mal hier kurz. Hier ist Tropfstein. Ist sogar noch ein Weg. Krass. Hier, das muss ich merken. Gehen wir mal schon. Wir sind eben noch ein bisschen fishy. Finde es mega geil. In den Gebirgen, glaube ich, an den Füßen der Gebirge, also der Berge, auch diese Azalee Sachen. Also sehr viel Azalee Moos Blätter, Tropfblätter, wie die heißen. Und die
Blumen, also diese enge Blumen, die von der Decke hängen, gibt es jetzt. Das war ja in 1.17 noch nicht der Fall. Man musste die ercheaten oder, glaube ich, kaufen. Ging das bei den fahrenden Händlern? Hat noch nie solche Blumen. Ich glaube, die muss man ercheaten. Ja, also dann mal das Bett. Also das Orange ist für uns Reisen und das Gelbe ist für. Also jetzt gehen wir leider weit weg vom Spawn, also vom Spawner. Ich will unbedingt dort wohnen, was das neue Biom. Ich möchte schon gerne das Schneebiom haben. Aber wir müssen dann immer wieder Boots tragen. Ah, dort hinten könnte uns Glück sein. Das ist mal ein höherer Berg. Und natürlich, das Beste ist, wir können tiefer graben und wir können höher bauen. Tief bauen und höher graben. Ja, also. Wunderbar. Ich werde dann auch noch zu schauen, wie das Biom heißt. Ich bin natürlich noch null informiert. Also, ich weiß nur, wie die neuen Biome aussehen und anderen irdischen Biomen und so aussehen. Aber vieles kenne ich noch nicht. Blöcke vor, Funk leider. Könnte ein Forest, Bauer Forest im Wald, genau. Und da ist es. Okay, das ist mal wirklich. Da möchte ich gerne manchmal ganz so einen automatischen Farmer bauen, aber dafür brauchen wir viel. Habt ihr gesehen, was das von vorne war? Ein Zombie-Spawner wahrscheinlich, aber es war einfach. Okay, keine Ahnung. Ja, ein Creeper haben wir. Okay, ein schöner Berg, aber das ist das falsche Biom. Ich weiß es jetzt nicht gerade. Ich glaube, das ist jetzt nicht. Oh. Kann ja sonst kurz mal nachschauen, wie die neuen View. Aber ja, ich möchte mal kurz einen kurzen Moment. Oh. Minecraft 1.8. Genau solche. Auf wie Slopes. Decket. Großen Peaks. Das ist unsere erste Challenge, so ein Biom zu finden. Das sieht aber auch sehr schön aus. Also eventuell werde ich Stone Peaks noch nehmen und hinzufügen. Now Lush Caves. Das alles Argot. Okay. Dankeschön. Peaks. Peaks. So ein Deutsch. Aber es gibt keine Informationen. Kann ich gerne nochmals nachschauen und wie sie auf Deutsch. Aber diese Stony Peaks ist schön, aber es fehlt halt. Okay, Schwarzeichenwald, sehr gut. Brauchen wir. Ich finde, diese Form hier ist perfekt. Haben wir mal Birchforest noch. Winz, was? Winz wie? Okay. Aber nicht dort drin gewesen. Warum noch? Warum ist? Alter. Dort drüben möchte ich auch noch hin. Aber sonst beginnen wir halt einfach irgendwo und machen Hager auf. Und finde, jetzt der erste Part kann ja noch. Aber jetzt machen wir erstmal etwas abwärts. Und ein Pilz. Eigentlich noch ein Edo. Englisch heißt. Das ist. Das ist. Dark Forest, also Wald. Hey, die nehme ich jetzt aber noch. Dann holen. Brauchen. Ja, die brauchen wir relativ schnell. Also
gleich noch herbleiben. Wisst ihr was? Wir warten hier. Wir machen uns hier mal eine Bar. Uns Glück. Ah, wow, er hat es so. Also, wir machen hier eine Base auf. Lassen. Also, dann legen wir mal natürlich. Audi mit. Haben wir noch ein Ember noch nicht. Axt. Und nicht. Gut. Eichen ab. Genügend Zeit jetzt. Ersten. Also mir gefällt es, das ist sehr schön. Echt modern. Ja. Also, kennt ihr noch Realistik? World Generation? Realistic World Generation. Eines der Presets. Welt geboren. War hat jetzt auch 1.18 auch ein bisschen Problem, dass wir unterschiedliche Biome finden. Aber ja, der erste, die Welt, hatte mehr Probleme in den 1.18 Mods, die wir ja auf dem Server geladen haben. So, Agodia momentan halt ein Singleplayer-Projekt. Aber Just Marco macht sich dann auf und dort können wir dann livestreamen. Und natürlich der 1.8. Ah, die Salty-Serie wird auch 1.8. So, können wir eigentlich mal eine Eisenstange bauen. Doch mal. Oder jetzt. Und gelbe Bett haben wir gesagt. So, kommen noch Setzlinge? Wahrscheinlich. Können wir eigentlich jetzt. Einsetzen. Ich habe die Random Tick Rate von 3 auf 9 gefunden. Irgendwas zu. Ein Schwarzeichensetzling aus einem Baum. Okay. Was ist gehen wir lieber hier irgendwo ein. Wir lieber. Okay. Oh. Hab ich mal. Bin halt jetzt nicht gerade eben. Ja, ich muss es üben. Aber so Creeper sofort irgendwie, ja. Ja, Betten. Keine Chance. Mal hier rein. So, und ja, jetzt. Brauchen wir halt einfach eine bessere. Wir brauchen halt ein bisschen Eisen schon. Es ist schwerer geworden, Eisen zu finden. In jedem Biom Abschnitt Eisen. Oh, das besser sehe als hier.
Fleisch. Halt. Eingehen. Schade. Okay, das haben wir nicht mitgenommen. Schade. Ja, mit Leuchtmoos möchte ich auch gehen. Weil das habe ich jetzt auf dem Isaltiser und auf dem Server noch nicht. Leuchtmoos irgendwie ausleuchten. Cool aus. Ja, und was sieht das geil aus? Immer diese roten Pilze. Ich habe schon lange keinen Schwarzeichenwald, der Wald, einem Meer gesehen. Barmeld ist ja nicht unbedingt. Wir könnten uns niederlassen. Aber ich möchte eher gegen Wind gehen. Also ich möchte einfach den zeigen. Frühling, dann der Sommer, der Herbst. Ein bisschen zeigen. Eventuell kommen ja bald mal endlich Herbst. Einfach lange gebraucht. Also es gibt ja bei Beyond so plenty den Herbstwald und hoffe in Wild, das wird es sofort, also das würde perfekt passen. Sofort kommen ein Herbst. Aber was sie machen, ist halt der Sumpf und das Birkenbiom überarbeiten. Die Birken sind hier, haben auch weniger Abstand dazu. Fantastisch. Ganz realistischer. Ja, und das deshalb auch fantastisch. Lieber Realismus. Nicht unbedingt diesen harten Realismus, als Markt Realismus, Landwirtschaftsstaat oder so, aber einfach, dass es ein bisschen echter aussieht. So. Okay, hier haben wir Eis. Jo. Und ich schaue auch, dass ich nicht überall alles abfahre. Ich schaue, dass wir wirklich weiter weg auch gehen, um jetzt wirklich auch die Bäume abzubauen oder so. Und wäre natürlich sehr freundlich. Wenn jetzt zum Beispiel wir irgendwas brauchen, ja, in Richtung Technologie und so, dann würden wir sparsam sein. Wir können ja so machen, dass jetzt zum Beispiel Rätsel unbedingt weltfreundlich ist und wir irgendwelche Blumen und Pflanzen in der Nähe haben muss oder so. Das werden wir dann sehen. Werde auf jeden Fall auch verbessern lassen. Unbedingt in die Kommentare schreiben, wenn ihr findet. Gebt mir Feedback, gebt mir Kritik. Ich bin einer, der wirklich solche Sachen auch umsetzt und annimmt. Und das kann natürlich alles gewünscht werden. Also kein Problem, gell? Ich werde jetzt ein bisschen mehr rennen, eben um zu rennen, aber ein bisschen vorwärts. Und eben, wenn ihr es langweilig findet, sagt es, was langweilig ist. Und hat einfach ein mega Fan von Minecraft. Ich finde Minecraft fast nie langweilig. Deshalb kommt es mir auch nicht so rüber, ob irgendwas langweilig ist. Aber ich sehe immer, wie die Leute sind überfordert mit Zeit und so weiter. Oh, geil, diese. Schauen halt nicht so lange immer wieder. Kann ich verstehen, ich bin halt nicht so gut mehr. Hatte mehrere Krankheitsphasen, ich habe schlechtes WLAN, Verbindung abgebrochen. Konnte einfach kein Videos hochladen. Livestreams mehr als ein Jahr, halb Jahr sogar. Deshalb tut mir einfach leid. Ich habe halt viele Dauer verloren. Sie nicht inaktiv. Kennen mich wahrscheinlich gar nicht mehr oder haben abonniert oder so Sachen. Ich bin jetzt auch momentan nicht am Abonnenten
habe jetzt immer noch zwei weniger, als ich gesehen. Und was schon, weil ja, finde ich leider nichts. Wir müssen auch langsam sein. Ja, hast einfach haben wir einen Kessel. Aber was wir machen könnten, eigentlich hier hoch. Also, ja, ich freue mich riesig. Ich würde natürlich gerne jeden Tag Parks bringen. 2 ist vielleicht manchmal ein bisschen zu viel, weil und hat auch sehr viel Sport machen muss. Ja, merkt. Stimme ist jetzt auch wieder nicht gerade so gut. Habe Schleim im Hals. Oder in den Bronchien momentan. Aber das wird so sein. Okay, dann wählen wir doch hier. Werde schauen, dass ich auch ein bisschen Worldbuilding mache, also Bäume auch ein bisschen bauen lasse. Und ich könnte natürlich gerne sagen, was soll ich verbessern, also Dom soll ich verschönern. Okay. Also was ihr wollt, kann ich machen. Es ist ja, ziemlich. Wir werden auch mal noch ein bisschen das Meer erkunden dann. Hoffe, es gefällt euch. Ich kann mich immer verbessern. Immer anpassen an euch. Macht und Krieg ein bisschen mit. Es wird euch noch mehr Spaß. Okay? Also. Eiche. Eiche. Finde, die Bäume sehen nicht aus wie Eichen. Eher wie, so, ich werde vielleicht noch ein Leaf Decay Mod rein einfügen. Wenn jetzt einfach so ein paar Mods, die du erlebst. Zeit. Zeiten zum Beispiel, die Blätter finden. Bisschen. Vielleicht auch ein Decapitator Mod rein tun. Ein Bäume umfallen und gehen. Nur umfallen wäre ja, schlecht. Gibt es leider aber glaube ich gar noch nicht. Ja, nö. Also haben wir, ja, wir haben ein paar. Ja, fantastisch. Also das sieht ja. Wunderbar. Wunderbärchen. Also, ich werde mich bemühen. So. Und Distanz. Ja. Also vor allem der Fallschaden möchte ich halt schneiden. Weil das macht weh und dann. Nein, nein. Live möchte ich. Ein Kräfte direkt noch mehr. Essen. So, was machen wir jetzt? Karten anpflanzen und es muss fertig. Ja, eben, wenn ihr irgendwas sehen wollt, zum Beispiel ein Dingerhaus baue, so gerne das schreiben. Die Erde. Das Eis und dann ich schaue mal kurz nach. Out. Nee, Kampf. Okay. Ein Eisen und mehr. Habe ich nämlich. Was mag. Sind wir eigentlich gut vorbereitet? Jetzt machen wir noch ein.
Erd. Rot durch auffahren. Ja gut, dann ein, weil hier, ja eben, also eine Schwarzeichen. Nein, wir müssen ja jetzt mehr. Okay. 33. Wir müssen auf 19 hochkommen. Ja, wir machen. Ja, jetzt. 60, das reicht. Wir sind auf 60. Vielleicht auch 16 runter müssen wir gehen. Da geht es am meisten. Genau, haben wir. So, reicht das noch? Perfekt. Unten machen wir gleich überall Wasser hin. Mal schauen, mal. Und immer alles zubauen. Kupfer, das habe ich. Das können wir wieder. So, und ich sollte vielleicht nicht. Aber wir haben relativ schnell genügend. Blitzableiter zum Beispiel, das ist sehr wichtig. Das macht ganz viel Schaden im Real Life. Ja, okay. Dann. Jetzt müssen wir natürlich auch noch hochkommen. Haben wir leider noch oder so. Ich schaue auch, dass ich vorwärts komme. Auch aber ja, ich will alles wirklich komplett schon. Ihr könnt ja mal sagen, einen Kommentar schreiben, was ihr sehen wollt, was auch mal bauen kann. Eure Vorlieben hat. Okay. Jo. Ziemlich. Ja, dann haben wir das schon. Ein. Abkürzen. Lieber ein bisschen mehr machen. Zu haben, also zum Beispiel Treppen runter zu bauen, das mache ich kaum. Ich habe es einfach nicht gerne, die Treppen zu oben die Höhe noch weiter aufzugraben. Ein bisschen langweilig. So, und jetzt haben wir 21, 18. So. Gut, dann meinen wir. Eisen. So, gehen jetzt einfach mal. Oder ja, eher. Okay, wir haben einen. Oh, Loschke. Oh ja, die brauche ich. Sehr gut. Oh, das Glück, hey. Oh, ich liebe das Glück. Geil. Ich möchte recht werden, wirklich. Ja, geht.
Licht weg. Oder wir müssen einfach die Lianen warten, so machen. Werden wir dann schauen. Wenn ihr ein Texture Pack oder so wollt. Aber ich muss finden. Oder Optifabrik. Oh, hier hat es schon. Für einen Schleim. Sehr gut. Schleim ist. Oh! Ich dachte, der ist selten. Nice. Bitten. Ich nehme den. Ah, jetzt. Niedlichste Raubtier. Okay. Also der Steinbauer. Ja. Es kann sein, dass der soll ich machen? Ja, das hat sich irgendwie nicht gespeichert. Ich habe natürlich das getestet. Wo haben wir hier den Modell? Und das Board, dieses Monster und Pets. Ja. Monster. Dann müssen wir dann schon. Also ich habe es jetzt einfach ein bisschen leiser gemacht, das Spiel, so ab jetzt. Jo, jetzt haben wir hier Eisen, also perfekt. Eisen. Okay. Könnte schon noch mehr sein. Jo. Ich möchte natürlich nicht gerade so schnell eine Eisengolem-Farm oder so bauen müssen, weil ich mich auch echt nicht gerade so auskenne. Ich habe die ja manchmal auf Servern so gesehen, aber ja, ich werde mich einfach manchmal ein bisschen umsehen, wie die Skill erst gebaut hat und merken. Ja, und das Skin ist noch aus die. Da werde ich vielleicht noch. Wenn ich um wenn ich sage, gibt es halt aber. Kann ja sicher einer auch. Das mache ich ihn selber, oder man kann zeigen. So. Da ich jetzt. Hier können wir sicher. Ich will jetzt einfach ein paar sammeln von den Leuchtbären, damit wir pflanzen können, weil die gar nicht gerade so. Bauen.
So, hier oben war er irgendwo. Oben. Irgendwo gefallen. Heißen. So. 50.